Moin Moin und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Goblombo und heute habe ich euch einen Hexer mitgebracht, der gerade erst 70 geworden ist. Und dann fragt man sich natürlich, was soll ich skillen, was soll ich equippen? Gut, ihr könnt nicht viel equippen, ihr habt nicht viel. Ich zu meinem Teil bin zum Schmied hingegangen und habe mir halt ein paar Sachen gecraftet. Also ich habe wirklich wenig Teile, die ich selber gefunden habe. Ich habe Asharas Wehr hier zum Beispiel, Aukels, paar Teile hergestellt, Borns, vom Kapitän ein bisschen was dabei. Ja, das sind so die gängigsten Sachen, um halt ein bisschen Zähigkeit draufzuhauen, um halt auf Hardcore oder auf höheren Qualstufen spielen zu können, ohne gleich bei jeder Mobgruppe sterben zu müssen. So, dann habe ich hier noch ein Leorix Goldene Gorgett. Das kriegt man aus den Würfelchen, die man in den Bounties machen kann. Dabei habe ich mir auch den Prunkring nochmal gegönnt. So, ja, als Waffe, da habe ich den rumliegen gehabt. Den, ja, ist ganz nett. Und hier noch eine Zunimas Schädelkette. Also ihr seht, ich habe wirklich zusammengewürfeltes Equip. Braucht ihr nicht großartig viel, brauchen wir auch gar nicht drüber reden. Nächste Sache ist die Skillung. Okay, was habe ich drinne? Ich habe den die Krötenplage drinne mit Krötenregen. Lässt Kröten vom Himmel regnen, die Gegner im Wirkungsbereich im Verlauf von 2 Sekunden 182% Waffenschaden als Giftschaden zufügen. So, warum ich den drinne habe, erkläre ich euch gleich. So, dann habe ich natürlich auf der rechten Maustaste Piranhas drinne mit Piranado. Beschwört ein Tornado aus Piranhas, in den Gegner hineingezogen werden, im Verlauf von 4 Sekunden 200% Waffenschaden als Giftschaden erleiden. Betroffene Gegner erleiden zusätzlich um 15% erhöhten Schaden. So, den knallt ihr rein, die Gegner werden rangezogen, diese Gegner erleiden erhöhten Schaden. So, brauchen wir. Auf der 1 habe ich die Zombiehunde drinne und zwar mit Lebensband. Beschwört vier Zombie-Hunde aus dem Boden, die an eurer Seite kämpfen. Jeder Hund verursacht pro Treffer 30% eures Waffenschaden als physischen Schaden. Nicht so wichtig, ganz wichtig ist, eure Zombie-Hunde absorbieren 10% des von euch erlittenen Schadens. Das ist halt ziemlich cool. Ne? Zähigkeit, Zähigkeit, Zähigkeit. Brauche ich. Okay, auf der 2 habe ich natürlich den Voodoo, den Koloss. Mit rastloser Gigant. So, knallst du den einmal rein, ist der mal eben da. Und macht Schaden, ne? Wenn er da ist, dann macht er richtig ordentlich Schaden für 15 Sekunden und der ist auch relativ schnell immer ready. Also den könnt ihr bei jeder Elite-Truppe könnt ihr den einfach rausholen und der macht ordentlich Damage. So, auf der 3 habe ich natürlich meine Fetisch-Armee noch draußen, weil wir sind ein Pet-Hexer. Somit habe ich Zombie-Hunde, den Koloss, die Fetisch-Armee und nochmal die Opportunisten durch meinen Passiv. So, die Fetischarmee haben wir natürlich auf der 3 mit Legion der Dolche, habe ich die drinnen. Beschwört eine Armee aus 8 Dolchträgern, durchtragenden Fetischen, die 20 Sekunden lang an eurer Seite kämpfen. Die Fetische verursachen 180% eures Waffenschadens als physischen Schaden. So, das ist natürlich ziemlich cool. Ja, wenn ihr zum Beispiel zwei Teile von Zunimas habt, das habe ich zurzeit nicht. Dann ist natürlich der Zweierbonus ist, eure Fetischarmee bleibt bestehen, bis sie stirbt. Die stirbt eigentlich nie in dem Falle. Aber sie ist dauerhaft draußen. Das ist halt ziemlich cool. Kann man noch mit reinnehmen. So, als drittes habe ich noch meinen Escape. Falls es mal brenzlig wird, wir spielen das Ganze hier auf Hardcore Season. Da habe ich nicht unbedingt Bock, wenn ich den gerade auf 70 gezogen habe, dass er gleich wieder stirbt. Damit hier verlasst euren physischen Körper und betretet 3 Sekunden lang die Geisterwelt. In der Geisterwelt könnt ihr euch ungehindert, uneingeschränkt bewegen und ihr könnt überall durchlaufen. Ihr seid quasi unsterblich für ein paar Sekunden. Und das habe ich mit der Rune Ausflug drinne. So, wunderbar. Also, falls es wirklich mal brenzlig wird, drücken und abhauen. Supi. Meine Passiv. Ja, natürlich. Gefäß für den Geist. Mein zweites Leben. Brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Wenn ich sterbe, sterbe ich nicht. Zumindest kurzzeitig. Okay, dann habe ich die Opportunisten, wie vorhin schon erwähnt. Hier, wenn einer eurer Zauber einen Gegner trifft, besteht eine Chance von bis zu 15%, dass ein durchtragender Fetisch beschworen wird, der 60 Sekunden lang an eurer Seite kämpft. So, das ist jetzt der Grund, weswegen ich den Krötenregen drin habe. Wenn ihr das einfach nur auf einer Gruppe spammt, dann habt ihr den höchsten. Die höchste Chance, dass eure Opportunisten spawnen. So, es geht bis zu 15 Opportunisten.
So, dann habt ihr 15 Opportunisten, ihr habt drei Hunde draußen, ihr habt einen Koloss draußen und ihr habt die Fetischarmee draußen. So, das ist, und ihr selber seid nur im Hintergrund und spammt die ganze Zeit den Kröten, die Krötenplage. Und pff, alles andere machen eure Begleiter. Wunderbares Gedöns hier. So, dazu habe ich noch drinne Nachtmahl. Ich habe nochmal zusätzlich einen Zombiehund, der beschworen werden kann. Der Schaden der Zombiehunde und des Kolosses wird nochmal um 50% erhöht. So, nochmal ein kleiner Damage Boost für eure kleinen Begleiter. Und dann habe ich noch zwischen Licht und Schatten drinne. Sämtlicher verursachter Schaden wird um 20% erhöht. Allerdings werden auch die Mana-Kosten um 30% erhöht. Was ja nicht schlimm ist, weil ich gar kein Mana ausgebe in diesem Fall. Deswegen, bup, 20% mehr Schaden. Nehmen wir mit. Wunderbare Geschichte. Ich kann euch nochmal ein bisschen was zum Equip erklären. Hier im Kopf gibt es noch Jorams Maske. Die erhöht nochmal den Schaden eurer Begleiter dazu. Und es gibt ja, Tasca und Teo. Und die erhöht nochmal die Angriffsgeschwindigkeit eurer Begleiter. Also die beiden Sachen sind letztendlich auch für dieses Skillung nochmal so ein Pflichtprogramm. Zusätzlich zu diesem Set hier. Zunimas Schädelkette. Die Zunimas, das Zunima-Set. Das ist halt auch ziemlich cool. Gegner, die von euren Mana-Verbraucher getroffen werden, erleiden 4 Sekunden lang um 275% erhöhten Schaden durch eure Gefährten. So, eigentlich auch ein Pflichtprogramm, falls ihr das Set halt dann zusammen habt. In meinem Falle habe ich es nicht. So ist ja auch nur ein Anfängerguide. Nee, kann man aber so übernehmen. Okay, was machen wir noch? Wir gucken mal zu den Paragon-Pocken. Da habe ich noch welche zu verteilen. Ich bin halt rein auf Schaden gegangen und habe alles in Intelligenz reingeknallt. Und da gibt es aber auch welche, die Bewegungsgeschwindigkeit nehmen, damit sie halt ein bisschen schneller durch die Gegend tingeln können. Oder falls die Zähigkeit nicht hoch genug ist, macht ihr knallt ein bisschen was in Vita rein. Aber ich will Damage haben, dementsprechend alles in Damage. So, damit meine Viecher ein bisschen schneller zuhauen, habe ich hier die Angriffsgeschwindigkeit voll hochgehauen auf 10%. Und gehe dann natürlich auf kritische Trefferchance und dann kritischer Trefferschaden. So, wenn die Abklingzeitenreduktion mache ich dann zum Schluss. Die defensiven Paragon-Punkte habe ich noch gar nicht verteilt, wie ich sehe. Aber da gehe ich zuerst auf Widerstände, dann gehe ich auf Rüstung und dann gehe ich auf Leben. So wie ich das bei jedem anderen auch machen würde. In den Abenteuerpunkten habe ich, beziehungsweise gehe ich, ja, Leben pro Treffer. Ich selber mache keine Treffer, dementsprechend bringt mir das nichts. Also gehe ich auf, ja, Flächenschaden. Danach auf Ressourcenkostenreduktion, was mir eigentlich nicht so viel bringt. Und dann, ja, Leben pro Treffer könnte ich danach auch wählen. Ihr könnt auch zwischendurch nochmal den Goldwund-Bonus hochknallen. Wie es euch beliebt. Eigentlich ist das ja alles ziemlich unsinnig, bis auf den Flächenschaden, glaube ich. Naja, probiert es aus. So, das war's eigentlich schon. Ich habe erklärt, wie die Rüstung aussieht, die Paragon-Punkte und die Skillung. Zum Schluss zeige ich euch das Ganze noch einmal in Action. Viel Spaß!